Hallo und herzlich willkommen zurück zur Figurenvorführung bei Genshin Impact Emily, schillernde Spuren. Und wir haben heute den ersten Trailer, die ersten großen Infos über sie, was sie so kann, wie ihre Fähigkeiten aussehen und das wollen wir uns zusammen angucken. Ein und dasselbe Parfum kann dem einen Ruhe und Frieden bringen, während es bei einem anderen ein Gefühl der Melancholie erzeugt. Wie eine Landschaft, wie ein Farbstrich hinterlässt es verschiedene Erinnerungen im verschlungenen Leben eines Menschen. Genau, und wir wollen uns das jetzt angucken. So. Kitty, Kitty, where are you? Worry, confusion, anxiety. All these emotions are like the aroma of a long night of endless rain. But add a drop of something unexpected, and you never know what can bloom. Haben die Stimme irgendwie geändert? Also ich hat sie, glaube ich, nur einmal in im ersten Trailer zu 4.8 hat man sie gehört, ne? Irgendwie die Stimme geändert? Kommt irgendwie kommt die mir so bekannt vor. Aber halt nicht aus dem Trailer, sondern von irgendwas anderem, glaube ich. Add a drop of something unexpected. Ist auf jeden Fall nice Musik. Ich finde ihr Outfit sehr, interessant, sag ich mal, für Genshin Impact Verhältnisse. Sehr gewagt. Life is like a soft breeze that sweeps across the land. Was ich auch komisch finde, ist, dass sie eine Stangenwaffe trägt. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu dem Charakter. Auch die Stangenwaffe selbst passt irgendwie überhaupt nicht zum Charakter. Sie ist so grün-schwarz. So Waldfarben könnte man fast sagen. Und hat sie einfach eine schneeweiße Waffe. Oder kristallfarbene Waffe oder so. Passt das irgendwie überhaupt nicht dazu. Ich meine, die Waffe an sich sieht cool aus, aber... Echt eine nice Musik. What is this? Water. Yes. The most important part of perfume is the easiest to overlook. Pure water. With no color or odor, all other ingredients have nowhere to hide. Removing all distractions allows the true form to take shape. Then... I think I'll combine the air after it rains, the nectar of a feisty flower, and... Wanna try? Oh, fried food? Here. Damn. Das nenne ich mal eine große Portion. Ah, with a bass note of pure satisfaction. Damn. Ja gut, hat uns nicht so viel verraten, sag ich mal, aber das war ja noch nicht alles. Ja, und dann kommen wir noch zur Figurenbeschreibung und zur Vorführung der Fähigkeiten, weil das auf so einem Trailer ist jetzt natürlich nicht sehr aufschlussreich, leider. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Figurenbeschreibung über ihre Persönlichkeiten und so weiter und so fort kurz durch. Ah, jetzt habe ich eine Idee. Einen Moment, lass mich das bitte kurz notieren. Hallo Reisender, die Figur, die wir dir heute vorstellen, ist eine gute Zuhörerin und auch sehr gut im Beantworten von Fragen. Emily, die Parfümerin von Fontaine. Parfümerin wahrscheinlich. Dendro-Stangenwaffe, Pomum de Ambra, 22. September Geburtstag und Hof von Fontaine ist die Zugehörigkeit. Das Motiv fürs Namenskärtchen, die Kopfnote ist süß, die Herznote ist kräftig, aber nicht überwältigend und die Basisnote enthält einen Hauch von Sandelholz. Ein wirklich exquisites Parfüm. Ein Auftrag jagt den nächsten. Und um sich bei der Arbeit nicht von Gerüchen ablenken zu lassen, trägt Emily selbst nur selten Parfüm auf, Ob sie wohl jemals die Gelegenheit haben wird, Basisnoten zu riechen? Auf folgende Weise zu erhalten. Ab Freundschaftsstufe 10. Spezialzubereitung, ein duftendes Fest der Genüsse. Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Emily. Hat ein Anliegen, etwas mit Parfüms zu tun? Falls es um eine andere Angelegenheit geht, dann lass uns an einem ruhigeren Ort sprechen.
Parfümfächer. Viele Damen am Hof von Fontaine lieben es, Parfüm auf ihre feinen Spitzenfächer zu sprühen, sodass sie sich mit jeder Handbewegung den angenommenen Duft zufächeln. Eine wirklich raffinierte Methode. Gute Nacht. Ich könnte eine ganze Menge neuer Düfte empfehlen, die beim Einschlafen helfen, wenn du magst. Aber den Körper natürlich einschlafen zu lassen, ist immer am besten. Eindrücke, Bewertungen. Über Emily, Konversationen. Ich muss zugeben, dass ich nicht wirklich gut darin bin, Gesprächsthemen zu finden. Kurz gesagt, ich bin nicht die beste Gesprächspartnerin. Aber falls du etwas mitzuteilen hast, egal ob gut oder schlecht, habe ich immer ein offenes Ohr. Bewertung von Chiori. Die Parfüms von Emily sind sehr beliebt. Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung bitte ich sie immer, mir kleine Proben der Parfüms, an denen sie gerade arbeitet, in die Chioria-Boutique zu liefern. Dann lasse ich Elofe das Parfüm heimlich in der Umkleidekabine versprühen und gebe Emily später Bescheid, was die Kunden zum Duft gesagt haben. Auch nach all der Zeit hat mir noch nie ein Kunde gesagt, dass meine Umkleidekabine seltsam riecht. In der Regel kommen sie sogar einer nach dem anderen und fragen, wo sie den Duft kaufen können. Aus Neugierde kaufe ich immer eine Flakon, wenn sie in ihrem Laden anbietet. Wenn sie ihn in ihrem Laden anbietet. Ich muss sagen, dass solche Düfte, die immer ein Gefühl der Erfrischung vermitteln, echte Kunstwerke sind. Bewertung von Charlotte. Fräulein Emily hat das beste Parfum am Hof von Fontaine. Vor 2 Tagen hat sie ein Parfum angeboten, das gleichzeitig Insekten abwehrt, die Schweißbildung rasch unterbindet und den Schweißgeruch überdeckt. Dieses neuartige Parfum ist für Leute wie mich, die häufig im Außendienst unterwegs sind, ein absoluter Lebensretter. Ich habe mir heute auch etwas davon aufs Handgelenk gesprüht. Hier, riech mal, wie herrlich das duftet. Persönliches, willst du mir etwas mitteilen? Die 5 Sinne sind nicht komplett unabhängig voneinander. Die Farbe Rot zum Beispiel kann ein Gefühl der Wärme erzeugen und ebenso können Düfte bestimmte Empfindungen hervorrufen. Diese Eigenschaft macht man sich hauptsächlich im Verkauf zunutze. Wenn sich beispielsweise ein Kunde nicht gut fühlt, dann ist es ein leichtes, ihn von einem Parfum mit floraler oder einer Kräuternote zu überzeugen. Über uns Empfehlung. Welches Parfum ich im Alltag trage? Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich trage auf der Arbeit normalerweise keins. Es könnte andere Düfte während des Arbeitens überlagern, weißt du? Aber wenn du mir ein wenig über deine aktuelle Gemütslage erzählst, kann ich dir sicher ein paar Empfehlungen geben. Ich will mehr über Emily erfahren. Oft romantisieren die Leute Parfum und dichten ihm alle Arten poetischer Qualitäten an. In Wahrheit ist die Parfümherstellung viel eher eine Wissenschaft. Am Ende läuft tatsächlich alles auf ein einfaches chemisches Experiment hinaus. Es ist Aufgabe der Parfümeurin, eine Brücke zu schlagen zwischen den künstlerischen und den wissenschaftlichen Qualitäten des Produkts. Und das auch nur ansatzweise erfolgreich hinzubekommen, erfordert einiges an Können. Qualitativ hochwertige Zutaten lassen sich überall finden, sogar in der kargen Wüste. Zum Beispiel Venutfett, aus dem ein erstklassiger Inhaltsstoff für Parfüm gewonnen werden kann. Genau, und dann haben wir noch die Vorführung der Fähigkeiten. Jetzt wird's spannend. Genau, und ja. Emily ist eine Angriffsfigur, die fortlaufenden Dendroschaden verursachen kann, auch wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld aktiv ist. Die von Emilys Elementarfähigkeit erschaffene Laterne des sanften Lichts greift Gegner in regelmäßigen Abständen an. Wenn Gegner sich im Zustand in Flammen befinden und bestimmte Bedingungen erfüllen, werden die Reichweite, der verursachte Schaden und die Häufigkeit der Angriffe von der Laterne des sanften Lichts erhöht. Außerdem wird zusätzlicher Schaden verursacht. Ihre Spezialfähigkeit erschafft eine Laterne des sanften Lichts Stufe 3, die Gegner für eine gewisse Zeit kontinuierlich angreift und am Ende der Wirkungsdauer eine Laterne des sanften Lichts erschafft. Wait, what? Okay. Crazy. Gut, Standardangriff, sag ich mal, ist relativ langweilig. Kampftalent, Essenzsammlung und Diftmischung. Erschafft eine Laterne des sanften Lichts und verursacht dabei Dendro-Flächenschaden. Yo! Laterne des sanften Lichts schießt in regelmäßigen Abständen Tautropfen des Wohlgeruchs auf Gegner in der Nähe ab und verursacht Dendro-Schaden. Die Gegner in der Nähe erzeugen in regelmäßigen Abständen Essenz, wenn sie sich im Zustand in Flammen befinden. Auf diese Weise kann alle 2 Sekunden bis zu 1 Essenz erzeugt werden. Die Laterne des sanften Lichts sammelt die Essenzen aus der Nähe ein. Nachdem die Laterne des sanften Lichts 2 Essenzen gesammelt hat, wird ihre Stufe erhöht, wodurch beim Abfeuern ein zusätzlicher Tautropfen des Wohlgeruchs abgefeuert wird und der mit den oben genannten Angriffen verursachte Schaden sowie ihre Reichweite erhöht werden. Es kann gleichzeitig nur eine von Emily selbst erschaffene Laterne des sanften Lichts existieren. Die anfängliche Stufe der Laterne des sanften Lichts beim Schaffen beträgt 1, die höchste Stufe 2. Sollte keine Essenz innerhalb von 8 Sekunden gesammelt werden, während die Laterne des sanften Lichts auf dem Feld ist, wird deren Stufe wieder auf Stufe 1 zurückgesetzt. Und sie hat Pneuma. Das heißt, man muss eigentlich Emily mit Pyrofiguren spielen. Weil offensichtlich ihre Fähigkeiten das verlangen. Aber ja, passt ja. Gut, das ist jetzt die Spezialfähigkeit, Manifestation der driftenden Essenzen. Sieht echt stark aus.
Wandelt die Düfte, die sich in der Laterne des sanften Lichtes sammeln, in reine Dendrokraft um, lagert dabei die vorhandene Laterne des sanften Lichts ein und erschafft eine Laterne des sanften Lichts Stufe 3. Während der Wirkungsdauer sammelt die Laterne des sanften Lichts Stufe 3 keine Essenzen in der Nähe. Stattdessen wird fortlaufend Dufttau herabfallen, der Gegner in Reichweite angreift und Dendro-Schaden verursacht. Lässt während der Wirkungsdauer alle 0,3 Sekunden einen Dufttau fallen. Jeder Gegner kann alle 0,7 Sekunden nur einmal als Ziel gewählt werden. Er schafft am Ende der Wirkungsdauer eine Laterne des sanften Lichts Stufe 1. Wenn eine Laterne des sanften Lichts beim Auslösen der Fähigkeit Manifestation der driftenden Essenzen eingelagert wurde, wird diese erneut platziert und deren Dauer zurückgesetzt. Während der Wirkungsdauer von Manifestation der driftenden Essenzen erzeugt die Elementarfähigkeit Essenzsammlung und Duftmischung keine Laterne des sanften Lichts. Ja, ist echt ziemlich simpel. Also machst du Elementarfähigkeit, ist eine Laterne da. Spezialfähigkeit ersetzt diese dann. Automatisch Stufe 3, Höchststufe. Und am Ende wird dann einfach wieder die andere platziert. Das heißt ja, eigentlich müsste man permanent eine Laterne auf dem Feld haben können, wenn man genug Aufladerate hat, theoretisch. Passives Talent, nachklingender Wohlgeruch. Für je 2 Essenzen, die gesammelt wurden, wird die Laterne sanft Lichtstufe 2 diese verbrauchen und ein Duft des klaren Taus abscheiden. Der Gegner Gegnern Dendro Flächenschaden in Höhe von 600% von Emilys Angriff zufügt. Dieser Schaden geht nicht als Schaden der Elementarfähigkeit. 600%? Wow, und es ist Flächenschaden. Wow. Rektifizieren. Erhöht den von Emily an Gegnern im Zustand in Flammen verursachten Schaden für je 1000 Punkte Angriff um 15%. Auf diese Weise kann der Schaden um bis zu 36% erhöht werden. Also man braucht auf Emily viel Angriff anscheinend. Extraktion der Düfte erhöht den Pyro-Widerstand gegen den durch die Reaktion in Flammen verursachten Schaden aller Truppmitglieder in der Nähe um 85%, wenn eine von Emily selbst erschaffene Laterne des sanften Lichts auf dem Feld ist. Ah, okay. Damn. Also sie ist gut gegen Pyro-Gegner und gut mit Pyro-Figuren. Crazy. Ja? Ehrlich gesagt, für eine Dendro-Figur macht sie einen ziemlich soliden Eindruck. Vor allem, dass sie mit Pyro gut zusammenarbeitet, gefällt mir. Außerdem, dass sie inaktiv im Endeffekt gespielt wird. Also quasi, du machst deine Fähigkeiten, dann switchst du auf einen Pyro-Charakter, um in Flammen aufrechtzuerhalten oder immer wieder zu triggern. Das gefällt mir tatsächlich relativ gut. Also da muss ich schon sagen, bin ich ja fast schon, also wenn der Gameplay, ich meine gut, was soll da groß falsch gehen? Du spielst sehr aktiv eigentlich gar nicht. Damn, also da muss ich echt zugeben, als Dendro-Figur sehr interessant für mich tatsächlich, weil ich bin jetzt nicht so der größte Fan von aktiven Dendro-Figuren und sie ist halt eine passive und wirkt sehr stark, wie gesagt, vor allem in Kombo mit Pyro. Die erfüllt eigentlich alle Checkboxes, die ich bei einer Dendro-Figur sehe oder sehen muss, sag ich mal, dass ich sie holen werde. Das muss ich mir echt mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich nicht probiere, sie zu pullen. Auf C0 natürlich. Ja, mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Was haltet ihr von Emily? Vor dem Probelauf zu bewerten ist natürlich immer schwierig, aber ja, ich denke, sie macht einen ziemlich soliden Eindruck. Vielleicht ist sie sogar relativ stark. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.